Was ist das denn? Hast du auch eine E-Mail bekommen, in der die Nette Cologne dich bittet, eine Telefon-PIN einzurichten? Aber was ist eigentlich eine Telefon-PIN? Wofür brauche ich die und wie richte ich die PIN ein? Das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Um deine Telefon-PIN einsehen und ändern zu können, musst du dich zunächst in der Meine Kundenwelt mit deinen Login-Daten einloggen. Die Meine Kundenwelt findest du auf nettcologne.de, oben rechts unter Login. Jetzt öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit mehreren Auswahlmöglichkeiten. Unser Ziel ist natürlich die Meine Kundenwelt, dementsprechend klicken wir hier auf Meine Kundenwelt Login. Dadurch öffnet sich jetzt ein neues Fenster, wo du dich mit deinen Zugangsdaten anmelden kannst. In der Regel ist das deine Kundennummer und ein von dir definiertes Kundenkennwort. Eingeloggt in der Meine Kundenwelt kommst du in die Übersicht, wo du dir einige Punkte anschauen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen kannst, wie zum Beispiel Anpassung deiner Kontaktdaten unter dem Punkt Meine Daten oder zum Beispiel unter dem Punkt Meine Rechnung deine Rechnung einsehen kannst. Heute geht es um das Einsehen bzw. Ändern deiner Telefon-PIN. Die anderen Punkte werden separat in anderen Videos erklärt. So, und jetzt lüften wir das Geheimnis der Telefon-PIN. Der Nette Cologne liegt der Schutz deiner Daten sehr am Herzen. Daher haben wir als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für telefonische Anliegen, wie zum Beispiel Vertragsänderungen per Telefon, die Telefon-PIN eingeführt. Bei Telefonaten mit uns Nette Cologne-Mitarbeitern wirst du nun zusätzlich zu deiner Kundennummer auch nach der Telefon-PIN gefragt. Nur so können wir sicherstellen, dass auch nur du auf deine Daten zugreifen kannst. Okay, easy, dann legen wir mal los. Wie lege ich nun meine persönliche Telefon-PIN fest? Ganz einfach. Dazu musst du dich zunächst, wie eben schon erklärt, in deiner Meine Kundenwelt anmelden. Wenn du auf den Hinweis zur Telefon-PIN klickst, wird dir eine Erklärung angezeigt, in der dir erläutert wird, was die Telefon-PIN ist. Wenn du dich angemeldet hast, wähle in der Menüleiste den Punkt Meine Daten aus. Nun siehst du mehrere Kacheln. Die für uns relevante findest du oben rechts und heißt Telefon-PIN. Dort kannst du dir deine voreingestellte PIN zunächst durch das Anklicken dieses Icons anzeigen lassen. Aber Obacht, schön aufpassen, dass dir niemand Unbefugtes dabei über die Schulter schaut. Durch das Auswählen des Buttons Bearbeiten kannst du deine PIN ändern. Es öffnet sich jetzt das Fenster zum Ändern der PIN. Dort kannst du dir deine alte PIN noch einmal anzeigen lassen. Durch das Anklicken des Informationsfeldes kannst du dir die Voraussetzungen für deine PIN anzeigen lassen. Zum Ändern der PIN gibst du nun deine neue PIN in das dafür vorgesehene Feld ein. Durch Antippen des Augen-Icons kannst du dir deine neue PIN zur Überprüfung noch einmal anzeigen lassen. Wenn du deine neue PIN eingetragen hast, wähle den Button Änderungen speichern aus. Achte auch hier bitte darauf, dass dir niemand Unbefugtes dabei zusieht. Wenn du deine Änderungen erfolgreich gespeichert hast, bekommst du eine Bestätigung auf deinem Bildschirm angezeigt. Et voilà! Und schon hast du deine Telefon-PIN eingerichtet. War doch gar nicht so schwer, oder? Wichtig, achte beim Einrichten deiner Telefon-PIN darauf, dass sie nicht leicht zu erraten ist. Vermeide zum Beispiel Zahlenkombinationen, in denen sich die Zahlen wiederholen oder Zahlenkombinationen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. Und teile deine PIN niemandem mit, der nicht dazu befugt ist. Wenn du noch mehr zur Meine Kundenwelt wissen möchtest, dann schau mal in die Infobox rein. Dort habe ich dir alle Links zu den anderen Videos eingefügt. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib sie auf jeden Fall in die Kommentare. Lass auch gerne einen Daumen nach oben und dein Abo da. Und vergiss nicht, die Abo-Glocke zu aktivieren, dann verpasst du nichts. Also, wir sehen uns. Bis bald.